Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute eine Mod an, welche ein 3D-Move-Tool in das Spiel bringt. Das heißt, man kann mit diesem Tool ein Objekt greifen und dann wirklich so ausrichten, wie man möchte. Von der Höhe, uns auch im Boden versenken und auch von der Rotation. Da kann man auch in alle Richtungen drehen. Also dem ganzen Spaß sind eigentlich so gut wie keine Grenzen gesetzt. Ihr seht das ja auch schon hier. Ich habe jetzt 5 Container übereinander gestapelt. Das war ja so vorher gar nicht möglich. Aber durch dieses neue Tool, ja, kann man halt eigentlich fast alles machen, was man möchte. Das Tool ist auch ein bisschen komplizierter. Also ihr seht ja schon hier unten die ganzen Tasten, die man hier hat. Aber wir gehen das gleich einmal grob durch. Ich werde euch jetzt auch nicht explizit alles zeigen. Wenn ihr es genauer nochmal wissen wollt, ich verlinke euch von dem Mod-Ersteller, also von Kai Odenik, das Video unten in der Videobeschreibung und auch seinen YouTube-Kanal, weil der das dann nochmal ein bisschen genauer erklärt. Aber wir gehen jetzt erstmal einmal auf die, ja, Standardfunktion von dieser Mod ein. Wenn ihr die Mod installiert habt, dann kommt ihr mit der N-Taste in das Move-Tool rein. Das seht ihr dann auch hier oben links. Wir sind jetzt im Freeform-Mode. Das ist eigentlich so der Modus, in dem kann man schon so gut wie alles machen. Da kann man jetzt ein Objekt greifen und dann hat man eigentlich schon fast alle Möglichkeiten, das von der Ausrichtung her so zu machen, wie man es möchte. Wir gehen das mal so ein bisschen durch. Wir fangen mal hier unten an bei der X-Taste. Da können wir das Ganze auf der X-Achse rotieren. Man muss dann übrigens X gedrückt halten und dann können wir mit der Maus die Rotation machen. Dann kommt die Z-Taste. Da können wir das Ganze auf der Y-Achse rotieren. Und die Y-Taste. Da können wir das Ganze auf der Z-Achse rotieren. Wenn man B gedrückt hält, kann man die Höhe verändern. Und wenn man dann die linke Maustaste einmal drückt, bleibt das Ganze so. Dann kann man auch schwebende Objekte machen. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch ein Objekt greifen und jederzeit mit der C-Taste wieder auf den Boden absenken. Und wenn euch die Rotation nicht gefällt und ihr wieder die Standardausrichtung haben wollt, dann müsst ihr einmal Leertaste drücken. Das steht jetzt unten nicht drin, aber so kommt ihr immer wieder zu der Standardrotation von dem Objekt zurück. Und wenn ihr eine Höhe gefunden habt, auf der ihr noch mehr Objekte platzieren wollt, dann könnt ihr diese Höhe speichern sozusagen. Das geht mit der J-Taste. Das drücke ich jetzt mal. Und jetzt, wenn wir das nächste Objekt greifen in diesem Modus, wird es automatisch auf diese Höhe ausgerichtet. Funktioniert hier auch mit jedem Objekt. Und wenn ihr mal mit irgendwas nicht zufrieden sein solltet, dann könnt ihr auch jederzeit V drücken und dann wird das Ganze wieder rückgängig gemacht, was ihr so gemacht habt als letztes. Also ich kann das jetzt hier rotieren, drücke dann V und dann bin ich wieder bei der alten Rotation. Und wenn ihr das Ganze dann nochmal ein wenig genauer rotieren wollt oder bewegen wollt, könnt ihr auch hier unten in den jeweiligen Advanced-Modus gehen. Zum Beispiel, wenn wir das Ganze noch ein bisschen genauer drehen wollen, können wir die R-Taste drücken. Dann steht auch hier oben Advanced Rotate. Jetzt kriege ich mein Objekt an. Und jetzt bewege ich das zum Beispiel gar nicht mehr. Jetzt dreht es sich nur noch, wenn ich die jeweilige Taste drücke. Halt jetzt mal die X-Taste gedrückt. Genau, und jetzt rotiert sich das Ganze nochmal ganz genau. Man kann jetzt auch zum Beispiel Shift gedrückt halten, dann rotiert es noch schneller. Oder STRG, dann ist es noch ein bisschen langsamer, wenn man es nochmal ein bisschen genauer ausrichten möchte. Und das klappt natürlich auch wieder mit allen Achsen hier. Da kann man dann auch wieder die Default Rotation machen mit der Leertaste. Aber an sich braucht man den nicht unbedingt, den Modus. Also ich habe eigentlich fast alles in dem Freeform-Modus bearbeitet. Bei dem Advanced Move-Modus ist es ähnlich. Den mache ich jetzt mal an. Da kann man dann gar nicht rotieren, sondern das Ganze nur noch bewegen auf den jeweiligen Achsen. Das ist jetzt mit der X-Taste. Mit der Z-Taste kann ich das hoch und runter bewegen und mit der Y-Taste links und rechts. Aber ich muss sagen, für mich reicht eigentlich dieser Freeform-Mode. Da kann man schon fast alles machen, was man möchte. Man muss sich halt hier so ein bisschen reinfuchsen. Es sind halt erstmal ein paar viele Informationen hier unten und sowas, aber da kommt man relativ schnell rein. Und dann kann man halt auch ohne Probleme Container übereinander stapeln und ja, andere Sachen machen. Also dadurch entstehen natürlich wieder viele, viele neue Baumöglichkeiten.
Ich habe jetzt natürlich auch nur kurz das Ding angetestet und noch keinen Park damit gebaut. Aber ihr seht schon, selbst als Laie, der noch keine Ahnung von der Mod hat, kann ich hier schon schnell gute Ergebnisse erzielen. Jetzt habe ich hier easy so ein paar Container übereinander gestapelt. Und man kann auch noch viel mehr machen. Man kann zum Beispiel auch Gebäude hier von der Ausrichtung her ändern. Ich kann mir auch einfach so ein Unterstützungsgebäude schnappen. Und dort kann ich dann auch das Ganze hochbewegen, runterbewegen. Ich kann es auch im Boden versenken. Dann stehen die Fahrzeuge einfach so rum. Dann könnte man hier rein theoretisch auch seine eigene Base bauen. Zum Beispiel einen eigenen Helikopterlandeplatz. Da muss man auch nochmal so ein bisschen ausprobieren. Weil ich glaube, gleich fliegt der Heli los, wenn ich hier unterbaue. Testen wir mal. Ne, sieht gut aus. Also ich könnte jetzt hier... Ah doch, jetzt fliegt er. Jetzt müssen wir mal abwarten, was passiert. Okay, er stellt sich jetzt komplett anders irgendwie so ein bisschen hin. Ja, da muss man halt so ein bisschen testen. Kai hatte auch gesagt, man soll am besten die Gebäude einmal um 180 Grad drehen, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, schaut da am besten nochmal in seinem Video vorbei. Der hat das dann nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ich habe es halt jetzt auch noch nicht so ausgiebig testen können von der Zeit her. Aber er hatte das so gemacht. Wartet, ich hab's gleich. Dass er das Gebäude um 180 Grad gedreht hat und dann im Boden versenkt hat. Aber da lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Also das ist auch möglich, dass man dann wirklich die Fahrzeuge so hier rumstehen hat. Geht übrigens auch mit anderen Gebäuden, ne? Also da kann man halt jedes Gebäude nehmen, rotieren, wie man möchte. Und dann kann man es auch zum Beispiel so platzieren, schwebend. Ist natürlich jetzt nicht sinnvoll, aber die Möglichkeit besteht. Jetzt kommen wir mal zu so ein paar Sachen, die natürlich jetzt mit diesem Tool möglich sind. Was einem da als erstes einfällt, sind eigentlich so Höhlen und Unterstände für Dinosaurier. Weil man kann jetzt ja auch einfach sich Felsen hier greifen und diese übereinander stapeln. Ich speichere jetzt mal die Höhe ab. Das hat nicht geklappt. Aber da bin ich auch irgendwie noch nicht so ganz durchgestiegen. Jetzt die Höhe abgespeichert. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Vielleicht habe ich einfach gerade nicht richtig gedrückt. Aber ich könnte jetzt halt auch easy hier eine Höhle bauen. Mit ein paar Felsen. Also es wird jetzt eher nur so ein Durchgang und ein Höhleneingang, aber man könnte das Ganze dann natürlich auch noch erweitern. Also ich denke, man kann schon ganz gut sehen, dass es auf jeden Fall möglich ist, dann hier auch Durchgänge zu bauen mit Felsen. So, lassen wir den mal frei. Und dann bin ich sehr gespannt, ob der da unten jetzt auch durchläuft. Oder ob das den blockiert. Könnte natürlich sein, dass ich es von der Höhe nicht hoch genug gemacht habe. Jetzt gerade sieht es nicht danach aus, als wenn er da durchlaufen möchte. Kannst du mal noch ein bisschen höher machen. Bin echt gespannt, ob das klappt. Das geht bestimmt. Da muss man wahrscheinlich nur genug Platz lassen. Vielleicht ist es auch nicht breit genug. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade scheint er echt nicht durchlaufen zu wollen. Ja, müsste man dann nochmal ein bisschen genauer testen. Also gibt es mit Sicherheit eine Möglichkeit, dass die dann da auch durchlaufen. Wäre schade, wenn nicht. Aber der hat gerade gar keinen Bock. Man kann übrigens auch durch die Mod Dinosaurier greifen. Den kann man dann auch einfach platzieren, wie man möchte. So zum Beispiel hier drauf. Oder halt rotieren sogar. Ist für Screenshots, glaube ich, echt mega gut. Bring ihn mal zum Boden. Weil dann kann man die auch mal von der Lichtausrichtung und so richtig platzieren. Das war ja vorher auch nicht möglich. Weil er dann hier so sitzt. Boah, der kann sich sogar bewegen. Während ich ihn hier gepackt habe. Er läuft auf der Stelle. Ist ja interessant. Okay, wenn er sich bewegt, kann ich ihn aber nicht so gut rotieren. Wenn ich jetzt hier pausiere. Oh, das zubbelt irgendwie so ein bisschen. Oha, jetzt habe ich ihn die Beine gebrochen. Da könnte man zum Beispiel auch einfach einen Mosasaurus aus dem Becken holen. Der richtet sich aber auch immer wieder dann auf den Boden aus. Also ihr seht das ja.
Aber schon praktisch, dass man die so greifen kann, die Dinos. Ich hätte übrigens auch noch die Idee, man könnte ja sogar mit so Springbrunnen vielleicht einen Wasserfall bauen. Also wenn man das jetzt hier zum Beispiel rotiert. So. Und sprüht das ja nach unten. Und damit könnte man eventuell ja zumindest so ein paar Düsen aus dem Felsen hier erzeugen. Das sieht doch schon ganz cool aus. Das jetzt als Durchgang für Dinosaurier. Müsste man halt jetzt ein bisschen sauberer noch platzieren. Aber es ist ja cool, dass das dann hier so raussprudelt. Und eventuell könnte man seine eigenen Wasserfälle bauen. Man könnte natürlich auch Unterstände mit irgendwelchen anderen Objekten erzeugen. Da ist natürlich der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Bäume und sowas drehen. Also das geht auch. Jetzt schwebt er. Jetzt kann man den auch drehen, wie man möchte. Oder könnte man dann auch nur die Wurzeln rausgucken lassen. Das könnte für so eine trockene Landschaft sehr cool aussehen, wenn man die richtigen Bäume hat. Kann ich mir gut vorstellen. Nimm mal so einen kleineren Baum. Sind meistens nämlich kleinere Wurzeln. Jetzt greifen wir mal den hier. Den mal. Aber der hat gar keine Wurzeln, okay. Aber dann könnte man auch einen umgekippten Baum zum Beispiel machen. Das ist doch auch nicht schlecht. Und man könnte bei dem Ding hier auch nur das Feuer rausgucken lassen. Dann könnte man auch eine bestimmte Stelle halt brennen lassen. Auch cool. Oh, so viele Möglichkeiten. Mir kommen immer wieder neue Ideen. Aber ja, ich denke mal, ihr habt jetzt wirklich ganz gut gesehen, was hier alles möglich ist. Nämlich eigentlich fast alles. Probiert das Tool am besten mal selber aus. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung und auch natürlich den YouTube-Kanal von Kai Udenik, dem Mod-Ersteller. Und das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.